Es war eine lautlose Katastrophe. 15 Jahre lang wuchs der Müllberg von La Coruña, bis er einstürzte und sich der Dreck auf den Weg ins Meer machte. Seitdem liegt über der Badebucht nicht nur der Duft der weiten Welt. Wo tags zuvor noch Fischer ihre Netze auswarfen, arbeitet nun schweres Gerät, um den wild gewordenen Abfall wieder einzufangen. Dort oben bei dem Bagger fingen wir an zu rennen. Und da, wo die Schiffe liegen, überholte uns der Müll. Ich rannte so schnell, dass mir meine Schuhe von den Füßen flogen. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich schon oben war. Wir hatten den Müll im Nacken. Am gefährlichsten war es, als wir dort hochrannten, wo jetzt das weiße Auto steht. Da rief ich zu meinem Freund, lauf zu, sonst sterben wir hier. Bis hier ging meine Terrasse. Und nun ist alles weg. Alles ist verschwunden. So eine schöne Terrasse aus Naturstein. Da liegen noch einige Brocken herum. Und dahinter war mein Lokal. Der Müll hat alles weggefegt. Da sind noch die Reste meiner Mauer. Kam Ihnen eine Kneipe neben der Müllhalde denn nie gefährlich vor? Nein, dass es einmal so schlimm kommen könnte, das hätte ich niemals gedacht. Seit 10 Jahren hätten die Anwohner der begrünten Halde gewarnt sein können. Explosionen, kleine Brände und leichte Erosionen kündigten die Katastrophe an und wurden von den Behörden ignoriert. Experten machen vor allem 2 Dinge für den Müllgau verantwortlich. Die instabile Lage an einem Abhang und das Fehlen von Drainagen für kontaminiertes Wasser und explosive Gase. Ökologen glauben, dass die gesamte Umgebung durch den Müllrutsch verseucht ist. Sie vermuten, dass krebsfördernde Stoffe und andere Krankheitserreger freigesetzt wurden. Theoretisch ist dies eine kontrollierte Müllhalde. Aber in Wirklichkeit hat hier jeder seinen Müll einfach abgeladen, ohne jede Kontrolle. Es kam sogar Abfall von Krankenhäusern, alles, was in den Städten an Müll anfällt. Dadurch ist die Verseuchungsgefahr sehr hoch. Auch weil hier Plastik, Batterien und Schwermetalle wie Quecksilber direkt ins Meer rutschen. In einer Siedlung am Rande der Abfallberge hausten 60 Familien, die sich ein Leben in der nahen Stadt nicht leisten können. Gleich nach der Katastrophe wurden sie von der Polizei evakuiert. Nur wenige Einwohner sind bisher zurückgekommen. Ihre Furcht davor, dass ihre letzten Habseligkeiten Plünderern in die Hände fallen könnten, ist stärker als die Angst vor möglichen Seuchen. Wie viele in der Siedlung lebt Maribel, die noch nie ein Kleidungsstück gekauft hat, von der Fundgrube mit Meeresblick. Da liegen unsere Sachen, dort liegt alles, was wir eingesammelt haben. Siehst du, das alles gehört jetzt uns. Eine Woche lang haben wir gearbeitet, um das hier zusammenzusuchen. Es ist, als würden wir hier leben. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Ich arbeite seit 15 Jahren hier, mein ganzes Leben. Seitdem ich verheiratet bin und Kinder habe, komme ich hierher. Wir sind alle immer hier im Müll und mit dem, was wir hier finden, können wir leben und zu essen kaufen. Ihre Nachbarn sind in einer Sporthalle einquartiert worden. Sie wollen nicht zurück und fordern jetzt Sozialwohnungen von der Stadt. Wir wollen nicht wieder nach Hause, weil dort alles vergiftet ist. Wir haben Angst vor den Risiken, die es dort gibt. Die Gesundheitsbehörde hat in ihrem Bericht erklärt, dass man dort nicht leben kann wegen der Gase, Bakterien, fliegender Insekten, die einen stechen und Krankheiten verbreiten können. Das hat die Landesregierung von Galicien eindeutig festgestellt. Im wohltemperierten Rathaus sorgt man sich eher um die Gemeindefinanzen als um die Gesundheit der Bevölkerung. Der Bürgermeister fürchtet nichts mehr als die unabsehbaren Kosten des Desasters. Die Gesundheitsbehörde hat gleich nach dem Unglück einen Bericht vorgelegt und auf mögliche Risiken hingewiesen, die jetzt aber nicht mehr gegeben sind. Nun haben Fachleute festgestellt, dass über der abgegrenzten Gefahrenzone hinaus keine Gesundheitsrisiken mehr bestehen. Was mir mehr Sorge bereitet, ist das Risiko einer weiteren Lawine. Dutzende Bagger und Lastwagen schaufeln Tag und Nacht den Abfall auf eine Nachbarhalde, um eine noch größere Ökokatastrophe zu verhindern. Denn ein langer Riss spaltet den Rest des eingestürzten Müllberges. Wenn er größer wird, geht eine ungleich mächtigere Lawine gen Tal als die, die schon im Meer gelandet ist. Dann wird man in La Coruña auf Jahre nicht mehr baden können.